Willkommen zu einem der Aktionär TV Interview. Wir blicken auf die Lage an den Märkten, natürlich auch auf die anstehenden Notenbankentscheidungen, zusammen mit Chris Zwermann von Zwermann Financial, mir aus Frankfurt zugeschalten. Schönen guten Tag, Herr Zwermann. Ja, Sie haben uns im Vorfeld schon verraten, dass Sie jetzt vor einer größeren Reaktion an den Aktienmärkten warnen. Hört sich spannend an. Schauen wir mal da etwas genauer drauf. Starten wir mal in Japan vielleicht. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Korrelation von Nikkei und dem Währungspaar US-Dollar japanischer Yen. Wie steht es hier rum? Ja, wunderschönen guten Morgen. Vielleicht im Vorfeld könnte man ganz kurz sagen, dass ja morgen die EZB-Sitzung stattfindet. Und an der Stelle bin ich der Meinung, ist es für Draghi extrem schwierig geworden. Ganz einfach aufgrund dessen, dass er jetzt entscheiden muss, ob er die Zinsen noch weiter in den Minusbereich senkt und ob die Märkte überhaupt darauf noch positiv reagieren. Das heißt, es kann sein, er tut relativ viel und die Märkte reagieren nicht. Es kann aber auch sein, er tut gar nichts und dann würden die Märkte noch intensiver reagieren, ist das große Problem, was im Moment im Raum steht. Im Einzelnen gesehen reagieren die Märkte im Moment ja schon etwas, könnte man sagen. Der Dollar ist gegenüber dem Yen wieder ein Stück zurückgekommen, also das heißt nach unten gegangen und der Nikkei dementsprechend. Also wir sehen diese kleinen Haken hier nach den Erholungen, die stattgefunden haben. Und da sehen wir also, dass die Korrelation in der Hinsicht eher, wenn der Dollar-Yen weiter fällt, eher für einen schwächeren Nikkei auch spricht. Wir können uns jetzt das Währungspaar US-Dollar-japanischer Yen mal getrennt von dieser Korrelation anschauen. Was tut sich hier? Ja, im großen Bild haben wir gesehen, dass wir ja unter diese 116 gefallen sind. Und nachdem wir es jetzt nicht mehr geschafft haben, wirklich die 116 zurückzutesten, könnte ja noch anstehen, aber ich glaube es im ersten Moment nicht, ist es so, dass wir nur noch 115, 80 oder 70 geschafft haben und jetzt tatsächlich wieder auf dem Weg nach unten sind. Das heißt, unter 111, grob gesagt, wäre das Ziel 106. Und in dieser Korrelation, wenn dann sozusagen Yen-Carries zurückgeführt würden, dann würden wir hier an dieser Stelle ein Problem bekommen, weil dann natürlich die Märkte allgemein von dieser Yen-Stärke tatsächlich etwas nach unten gedrückt würden. Und welche Entwicklung erwarten Sie beim Nikkei? Den Nikkei im Einzelnen angeschaut nach dem Dollar-Yen, da sieht man, dass wir einen wunderbaren Pullback sozusagen gemacht haben auf diese große Formation von oben. Die 200-Tage-Linie ist noch ein ganzes Stück weiter entfernt, aber 17.000 wieder erreicht, knapp drüber gewesen. Und jetzt sind wir schon in Richtung 16.000 wieder unterwegs, in den letzten drei Tagen, wenn auch nicht mit Dynamik. Aber das könnte eventuell, wenn Dollar-Yen noch weiter fallen sollte, dann noch kommen. Also 17.000, die starke Marke, nicht übersprungen, nur als Pullback. Wenn es von hier nach unten geht, würde das an Dynamik gewinnen. Dann schauen wir mal auf den US-Markt jetzt. Wie könnte es denn für den S&P 500 weitergehen? Ja, im ganz großen Bild ist es erstmal etwas beruhigend, könnte man sagen. Also wenn man den großen Monatschart ansieht, haben wir eine fantastische Formation hier stehen. Die kann sich natürlich auch nach oben auflösen. Dann müssten wir über 2150 etwa drüber gehen. Das wären über den Allzeithochs. Wir sehen aber hier an der Stelle, dass es natürlich eine Formation ist, die sich natürlich unter der 1800 nach unten auflösen würde. Jetzt haben wir diese kleine Reaktion da gemacht. Diese rechte Kerze, wie wir sehen. Wenn wir uns das an der Stelle auf dem Wochenchart ansehen, dann sehen wir, wie intensiv diese Reaktion war. 1810 und dann die 2000 wieder erreicht. Das Hoch oder der Schluss am Freitag war übrigens 1999,99. Damit auch das Retracement geschafft, die 200-Tage-Linie so gut wie zurückgetestet. Das heißt, an Reaktion haben wir hier relativ viel gemacht. Wir sehen, der Markt ist auch unten schon etwas überkauft. Von der Seite her wäre eine nächste Bewegung nach unten eigentlich angesagt. Dann wollen wir natürlich auch noch auf den deutschen Leitindex blicken. Wir haben ja die deutlichen Verluste gleich zu Beginn des Jahres gesehen. Jetzt zuletzt eine kleine Erholung. Wie könnte es auf diesem Niveau jetzt weitergehen? Ja, beim DAX ist es das Interessante, dass er sich also technisch so bewegt, als könnte es tatsächlich von hier aus auch noch mal etwas tiefer gehen. Entscheidung ist eigentlich noch nicht in dem Rahmen ganz gefallen. Also wir sehen hier diese 9.900, was nur der Rücktest an den verlassenen Aufwärtstrend war. Also wir sehen, wir haben dann von diesem gesamten Trend bei 8.700 in etwa das 50% Retracement gemacht.
steigen wir nicht mehr über die 9.900, kommen wir nicht mehr in diesen Trend rein, dann wäre es angesagt, das Retracement von 7.800 unten nochmals zu machen, um dann vielleicht von dort wieder Erholungen zu machen. Kommen wir darüber, sind wir etwa bei 11.000 an dem Abwärtstrend, würden wir den brechen, würden wir bei 12.500 die Zielgröße vom nächsten erreichen. Das ist der derzeitige vom Allzeithoch 12.390 bestehende Abwärtstrend. Das heißt also, an dieser Stelle sehen wir der Trend oben bei 11.000 und sehen unten, dass wir dieses Tief gemacht haben. 9.900 ist dazwischen diese Station. Schaffen wir es nicht, würden wir den unteren Teil des Trends zumindest nochmal testen. Das heißt also an der Stelle 8.300. Wenn man dann den Trend nach rechts verschieben würde, würde das natürlich noch tiefer gehen. Aber man soll erst mal sehen, inwieweit die Entscheidungen hier fallen. Ganz kurzfristig der Tageschart. Wir sehen, was oben drüber liegt. Die 9.900, die 60 Tage versucht, nicht drüber gekommen. Die 90 Tage, die 200 Tage, 200 Tage übrigens bei 10.470 in etwa. Das heißt also mit anderen Worten, wir sind sogar ein Stückchen überkauft. Der Markt müsste hier was Überdimensionales an Schubkraft bekommen. Vielleicht die Meinung von Mario Draghi, dass er in Zukunft Aktien kaufen wird. Das würde natürlich alles nach oben auflösen. Aber ich bin der Meinung, es wird sehr schwierig sein, von Draghi hier den Markt hier zu überzeugen. Schauen wir noch auf den MDAX. Was erwarten Sie hier? Der MDAX hat also fast schon traumwandlerisch seine Erholung gemacht. Er war ja unter die 18.000 gefallen und hatte also da an dieser Stelle doch sein Problem, wieder sich zu erholen. Wir sehen aber die Erholung hier sehr gut verlaufen, 61,8% von der Abwärtsbewegung. Übrigens das Hoch bei 19.999 gemacht, wo gleichzeitig die 200-Tage-Linie verläuft. Das heißt, auch hier gilt sehr dicke Widerstände, nur mit einer Hauruck-Aktion oder mit einem wirklichen überdimensionalen EZB zu schaffen, da oben rauszukommen. Schauen wir auf die europäische Gemeinschaftswährung. Der Euro hatte zuletzt gegenüber dem Dollar ja zu Beginn der Woche wieder an Stärke gewonnen. Wir haben die 1,10er-Marke auch zeitweilig gesehen. Wie könnte dies nun weitergehen? Ja, beim Euro besteht ja diese Korrelation zum DAX. Ich habe das hier immer wieder gezeigt. Wir sehen, dass der Euro eigentlich mehr oder weniger nach den Aktienmärkten verläuft. Wir sehen, oben waren wir bei 1,1375 im Hoch. Das letzte Hoch, was da war, da war der DAX in etwa bei 8.700. Jetzt war der DAX bei 9.900 und der Euro war bei 1,0825 im Tief. So, das heißt also mit anderen Worten, wenn wir annehmen, dass der DAX von hier eher fällt, sollte der Euro hier wieder nach oben gehen, der rote Pfeil. Jetzt haben wir das gestern schon mal versucht, waren bei der 1,1050, was die 200-Tage-Linie ist, und sind dort nicht weitergekommen. Das heißt also, der Markt wird sich hier danach richten, in welche Richtung wahrscheinlicherweise die Ergebnisse sozusagen bei Draghi sind, was die Aktienmärkte weitermachen. Ich bin der Meinung, der Euro hat mehr Luft nach oben, weil der Markt spekulativ nach unten gerichtet ist. Über der 1,1050 wäre dann mehr Platz in der Korrelation in der anderen Richtung der Aktienmärkte. In der letzten Woche haben wir bereits einen Blick nach Brasilien geworfen, wollen wir auch jetzt wieder tun. Wie ging es denn in der letzten Woche dann beim brasilianischen Leitindex weiter? Ja, überdimensional positiv, muss man sagen. Die Rohstoffe haben da also sehr viel dazu beigetragen. Der brasilianische Real stieg in der letzten Woche gegenüber dem Dollar um sage und schreibe 6%. Und letzte Woche, als wir das hier gezeigt haben, waren wir noch unter dieser 44.000. Und dann ging es also innerhalb von 3-4 Tagen tatsächlich um über 18% in diesem Markt nach oben. Der Markt liegt jetzt für dieses Jahr etwa 20% vorne in Dollar gerechnet. Wir sehen an der Stelle, dass die Rohstoffe da eine sehr große Triebfeder sind. Südamerika insgesamt die Märkte sehr positiv, obwohl man dort die Zinsen permanent anhebt. Peru wird diese Woche mit Zinsanhebungen dran sein. Sehen aber hier, der langfristige Trend wird erst bei 54.000 erreicht. Das heißt, es ist noch etwas Platz. In der Zwischenzeit wird es ein bisschen Korrekturen geben. Das liegt daran, dass wenn die Aktienmärkte allgemein etwas runterkommen, dann wird es so sein, dass die Rohstoffe sich dem auch nicht ausschließen können. Und dann hat der Markt auch erstmal etwas Korrekturbedarf. Schauen wir noch aufs Öl. Welche Entwicklung erwarten Sie denn beim Öl? Wie geht es weiter?
Ja, das Öl ist eigentlich stellvertretend für die Rohstoffe generell. Wenn man davon ausgeht, dass jetzt vielleicht eine Korrektur in den Aktienmärkten nochmals stattfindet und Draghi mit der Wirkung von seinem Put nicht so erfolgreich ist, dann würde das bedeuten, dass die Rohstoffe erst nochmal eine gewisse Korrektur hinlegen. Das heißt, wir haben hier beim Öl 41,60 als 50% Retracement von dieser Bewegung gesehen. Es wäre also kein Problem, zurückzukommen und da an den Ausgangspunkt von 37,50 zu kommen, vielleicht auch ein Stückchen tiefer und den Trend von unten her nochmals zu testen. Aber generell bleibt 45 in dem Rahmen das Ziel. Bei Platin oder Palladium und so weiter sehen wir im Moment auch die Korrekturen, nachdem das Platin zum Beispiel mal die 1000 getestet hat. Also von der Seite her bei den Rohstoffen erstmal etwas Korrekturbedarf. Mal sehen, wie die Aktienmärkte das in dieser Woche überstehen. Wir sind gespannt. Vielen Dank für die Einschätzungen, Chris Zwermann. Ja, danke auch Ihnen. Schönen Tag. Danke auch Ihnen fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.